Eine Gelehrte könnte zu den Templern gehören, also jetzt die Zara, aber sie könnte auch unter Druck gesetzt werden. Das ist Sahras Anwesen, aber es Sahra. Ist niemand da. Das ist die Gelegenheit, es zu durchsuchen. Verschaffen wir uns einen Überblick. Zwei kleine Schlüssel. Ist wirklich niemand da. Nicht mal Wachen. Gott, Basti, was machst du? Wir brauchen einen Schlüssel. Liegt hier einfach rum. Hoffentlich passt da. Buch. Noch ein Buch mit Gedichten von Arib. Sie ist in bestimmten Kreisen wirklich beliebt. Ich will ihn finde ich in der Katze. Früher wurden Katzen vergöttert. Eine bescheidene Bitte. Shara. Wie ich höre, steht das unbezahlte bare Artefakt, das du bei dir hast, kurz davor, unsere Geheimnisse zu offenbaren. Du weißt von meiner Suche nach den Spuren jener, die vor uns kamen. Die erste Zivilisation und von der Sorgfalt, mit der ich sie durchführte. Sobald dein wissenschaftliches Interesse befriedigt ist, hätte ich das Manuskript gern zur Verwahrung. Ich werde es höchst würdevoll behandeln und vor jeglichen Schutzgefahr schützen. Ach, Ruhe. Den haben wir uns ja schon gekümmert. Aber sie stand auf jeden Fall mit dem Orden in Kontakt. Mit dem Maskierten. Sahra hat mit Sicherheit Verbindungen zum Orden. Sahra. Genau wie jemand namens Arabisu. Der Orden ist mit dem, was wir im Haus der Weisheit erreicht haben, zufrieden. Die Zukunft hält leider über unsere glorreichen Taten das Die Zukunft hält Lieder über unsere glorreichen Taten und das Sprechen unserer Herrschaft bereit. Ich gehe davon aus, dass du dich auf dem Weg zurück in die Stadt befindest, um weitere Anweisungen in Geben zu nehmen. Ah. Rabbis. Mann, er sagt immer den Namen und dann kann ich es nicht aussprechen. Ich habe vieles in Erfahrung gebracht. Ich gehe besser nach oben und mache mich bereit. Sahra wird gleich zurück sein. Töte Sahra, die korrupte Gelehrte.
Warten. Diener, bereitet mir ein Glas Dattelsaft auf Eis. Und bringt mir dazu Honigbrot und Granatäpfel. Legt dann das Badesalz bereit. Ich bin völlig erschöpft. Das Paradies ist, wo man es findet. Dieser alte Hohlkopf mit seiner wertlosen alten Scheibe und den hilflosen Kranken. Durchaus, Saida. Die wahren Antworten finden sich in Büchern. Immer. Habe ich nicht recht? Immer, Saida. Wenn ich das übersetzte Buch erhalte, werden wir ja sehen, wer das wahre Oberhaupt des Ordens ist. Wie du wünschst. Sie ist eine Templerin. Ich kann ja nicht einfach spurlos verschwinden. Habe ich jetzt nichts angezeigt bekommen? Warum konnte ich nicht reinziehen? Tod bestätigen. Zahra dachte, dieses seltsame Buch würde ihr dank unserer meisterlichen Täuschung mittels des Feuers im Haus der Weisheit übersetzt der Gefangene just in diesem Moment das namenlose Buch. Ich hoffe, wir kommen noch nicht zu spät. Statt in ihrer Bericht, sprich mit Tabit im Bruderschaftshaus. Na gut, das gehört ja in der Schnellreise. Basti, komm zu mir aufs Dach. Ja, ich dachte, du bist drin. Basti, ich wusste, dass du es bist. Du bist nicht der Einzige mit Augen, die weit sehen. Sag mal, Tabit, du hast doch die Straßen mit Augen und Spitzeln bestückt. Das ist das Leben eines Rafik. Wo wären wir schon ohne mein Wissen? Wissen ist ein Werkzeug, eine Waffe. Es kann für Wohl oder Übel eingesetzt werden. Und der Orden nutzt es eindeutig für Letzteres. Was hast du erfahren?
Die Fäulnis reicht tief im Haus der Weisheit. Sie nutzen irgendein uraltes Buch, in der Hoffnung, ein teuflisches Gerät zu bauen. Ich habe Gerüchte über diese gotteslästerliche Apparatur gehört. Sie nennen sie ihr großes Werk. Der Orden experimentiert an Menschen. Bis zum Tod. Ich habe sie vorerst aufgehalten. Aber jemand namens Arrabisu hat im Haus der Weisheit die Fäden in der Hand. Hm. Irgendeine Ahnung, wer diese Person sein könnte? Ich habe den großen Gelehrten Fasil Fahim in Verdacht. Diesen gebrechlichen alten Mann? Das sagen die Hinweise, die ich gefunden habe. Es könnte stimmen. Im Haus der Weisheit findet bald ein großes Symposium statt. Eine zwanglose Zusammenkunft Gelehrter mit einer Vorlesung, Leckereien und Gesprächen. Selbst die edle Arib wird dort sein. Geh und bespitzle diesen Fasil. Mit Bedacht. Doch ziehe deine Klinge nicht beim Symposion. Wir wollen uns noch nicht zu erkennen geben. Hm. Wenn Fasil aber schuldig und allein ist, dann schlag zu wie eine Natter. Aber du musst sicher sein. Die Feder. Bevor ich handle, werde ich das sein.